Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zum Capybara-Wettrennen. Ich befinde mich auf einem Capybara. So sieht der Gute aus. ich weiß auch nicht, Leute. Und damit müssen wir jetzt Wettrennen machen. Wir sind aber tatsächlich... wie schnell ist er denn? Der ist ja krank. Wir sind aber tatsächlich sehr, sehr langsam, weil wir haben noch gar keinen Speed gesammelt. So, hier gibt es Leute, die haben 20.000 Speed. Die sind sehr, sehr schnell. Lili zum Beispiel. Wir versuchen jetzt irgendwie zumindest mal irgendwas uns hier zu verdienen. Es müsste jetzt gleich vielleicht so ein Portal kommen. Womit wir dann ein paar, was gibt's denn überhaupt? Es gibt Sterne, es gibt Diamanten und es gibt Wiedergeburten. Eine Wiedergeburt kostet 1000 Wins. Okay, das ist soweit klar. Es gibt Haustiere, es gibt weitere Capybaras, die man sich kaufen kann. Das ist im Regenbogen? Ah, warum gesperrt? Okay, egal. Den haben wir und da gibt's den blauen. Okay, wahrscheinlich kann man in den nächsten Welten dann noch mehr freischalten. Da kommt das erste Portal. Geil, geil, geil. Und wir laufen durch das erste Portal. Und brechen auch dann den Run ab, würde ich sagen. So, 2 Wins bekommen, gewonnen nach Hause. So, was solltet ihr alles? Okay, hier ist ein Glücksrad, haben wir da einen Spinner? Jo, ja, haben wir tatsächlich sogar. Und wir bekommen eine Edelstein-Potion. Okay, die muss ich bestimmt irgendwie einsetzen, wartet mal. Da müssen wir auf Potions, genau. Zack, doppelte Edelsteine für 20 Minuten. Schmeckt. Okay, wir können in die Wüste, wenn wir 5 Wiedergeburten haben, steht da. Okay, hier gibt es die Eier. Da gibt es aber das erste erst bei 25 Wins. Das heißt, da sind wir noch relativ weit von entfernt. Hier kann man upgraden. So, okay. Schaltflächen, 1 von 20, Gewinne. Aber wir haben gar keine Edelsteine. Das heißt, Ränge gibt es auch. Okay, gibt es allerhand. Aber wie verdienen wir Edelsteine, ist die entscheidende Frage. Für Runden vielleicht? Gut, jetzt sind wir auf jeden Fall schon ein bisschen... Oh yes, jetzt sind wir schon deutlich schneller. Das ist geil. Das heißt, jetzt kriegen wir schon die Wins. Das war sehr, sehr schnell. Vielleicht schaffen wir... Na gut, eine ganze Runde werden wir vermutlich nicht schaffen. Es gibt hier kostenlose Haustiere in 35 Minuten. 4 haben wir schon. Das war das 2-Wins-Portal. Aber was bringen wir diese ganzen Doppel-Edelstein-Booster? Ich weiß, Stand jetzt noch nicht, wie man Edelsteine bekommt. Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn wir rund... jetzt sind wir gut langsam geworden. 386 km/h, ey. Damit sind wir auch der zweitlangsamste auf dem Server. Okay, das ist geil, dass wir das schaffen, weil das gibt jetzt nochmal 50 Wins. Und damit haben wir dann insgesamt 88, oder? Genau. Gut, jetzt können wir nach Hause, noch ein Tor schaffen wir sowieso nicht in den paar Sekunden. So, können wir denn jetzt für... Ja, da können wir uns auf jeden Fall unser erstes Ei holen. Das holen wir ganz, ganz schnell. Und hier ist irgendwie ein Steve, der eine Ender-Chest öffnet. Es ist ein sehr verrücktes Spiel, alles in allem. So... 2 Haustiere. Wir wollen auf jeden Fall einen Top-Highscore. So, Pause. Genau, wir haben kurz Pause. Das heißt, wir können jetzt... Die geben allein 300 Speed, die beiden. Wartet, schnell. Eins können wir noch schnell öffnen. Eins schaffen wir noch. Weil wir müssen jetzt gleich klicken. Gleich kommt die Klickerphase, wo wir Speed... Und genau, warte, schnell. Jetzt klicken. Oh, yeah. Wir kriegen nur 9 pro Klick. Egal, 600 Speed, 700 Speed, 800, 900. Wir knacken locker die 1000 sogar. Locker, 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 Alter. Geil. Jetzt werden wir so unfassbar schnell sein. Wir überholen sogar den Ezra J. Na, nicht ganz, schade. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall brutal schnell, würde ich sagen. Und let's go. Wow, Bruder. Alter, so sieht das aus der Ich-Perspektive aus. Wir sind so schnell. Oh, gut, da wollen wir überholen, schade. Aber wir sind Zweiter. Okay, Dritter. Jetzt überholen mich alle, schade. 1600 Wins. Ist das alles für Robux hier eigentlich? Ja, oh Gott, Speaker-Ad. Was ist das hier? Kaufen? Auch Robux, okay. 99 Robux, das sind die Spitzenreiter. Der hier auch Robux, das ist alles Robux, ey. So, wie viel brauche ich denn für eine Wiedergeburt? 2 Wiedergeburten für 1000 Wins, denn die haben wir doch. Aber wartet mal, wir haben tatsächlich zu viele Wins, das heißt, wir können noch ein bisschen was ausgeben. So, zack. Mogü! Da holen wir uns das Teure hier mal noch. Zack, wir können ihr Arsch viele Haustiere ausrüsten, ich glaube 10 Stück. So, jetzt haben wir den goldenen Würfel. Ist der Gold, weil der Gold ist? Oh, sind die gut. Wir müssen klicken, schnell. Alter, wir haben unseren Speed jetzt nochmal verdreifacht, ne? Das ist natürlich krass. Wie schnell sind wir jetzt? Lass gucken. Und... wir müssen schnell wiedergeburten. Boom. Da kriegt man Gems für. Okay, okay, okay. Man bekommt Gems für eine Wiedergeburt. Alles klar, haben wir verstanden. So, wie viel kostet die nächste? 3000. Na, das schaffen wir ja mit einem Run, würde ich sagen, oder? Auch wenn wir ein bisschen von unserem Speed verloren haben. Unser Capybara gibt alles. Warte mal, ich kann mir doch jetzt ein besseres holen. Ah, nee, für 10 Gems erst. Okay, schade. Oh mein Gott, wir haben hier diverse Geschenke. Was ist das? Ein Haustierei. Ah, okay, Fuchs, Hammer. Oh, da hinten ist das Portal. Okay, warte. Oh, das sieht aber krank aus. Das kriegen wir in 9 Minuten. Wir kriegen sogar ein Rebirth geschenkt in 20 Minuten. Geil. Ja, 30 Sekunden noch, um da hinzulaufen.
Weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Wir könnten das Haustier ausrüsten. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Speed. 2400 nämlich. Und wir haben noch zwei. Ja, das schaffen wir locker. Mhm. 400 Wins nochmal eingetütet. Reicht leider nicht für einen weiteren Rebirth. Aber ist ja auch nicht schlimm. So, okay, wir gehen mal nach Hause. Passt mal auf, es gibt halt Upgrades. Und ich glaube, da kannst du ein Upgrade machen, dass du mehr Gems bekommst oder sowas. Ja, hier, das macht natürlich Sinn, oder? Also, safe. Ja, was heißt das hier? Da kann ich mir einen Rebirth kaufen wahrscheinlich. Aber ich sag mal, als am Anfang in mehr Gems zu investieren, kann ja nicht doof sein, oder? Und mehr Wins. Gut, jetzt haben wir basically eh nichts mehr. Aber warte, wir müssen unsere Wins doch ausgeben für Haustiere. Hier, let's go. Wir drücken nebenbei, während wir Haustiere öffnen. Zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. So. Zwei weitere Haustiere dazugezogen. Ja, wartet. Haustiere, besten. Weiter drücken. Alter, jetzt sind wir so schnell. Ey, wir haben jetzt 11.000. Pass mal auf, wie wir jetzt racen. Es wird illegal. Und Capybara, gib alles! Jo! Warum kriege ich so viel Wins durch den Rebirth? Guck mal, wie viel Wins ich kriege. Ich kriege statt 10, 132. Das muss ja durch den Rebirth... Ah, nee! Jo, das ist durch dieses eine Upgrade, glaube ich, was ich mir gekauft habe. Muss ja so sein, oder? Weil normalerweise dürfte ich nur 400 kriegen, aber ich kriege 1320. Okay, das ist crazy. Wir können auch direkt rebirthen. Machen wir auch. Bumm. Und jetzt haben wir 5 Gems bekommen dieses Mal. Das heißt, ein Gem mehr. Das heißt, wir können jetzt hier direkt wieder das kaufen. Abfahrt. Let's go. Wir machen direkt weiter im Race. Wie viel brauche ich jetzt? 5000. Okay. Ja. Also, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, wenn wir jetzt das da vorne hitten, dürften wir vielleicht sogar schon 5000 haben. Ah, nee, nicht ganz. Ah, es fehlt ein ganz kleines bisschen. Und das nächste hitten wir jetzt sowieso nicht, glaube ich. Okay, dann gehen wir schon mal nach Hause. Und kaufen uns hier ein bisschen mit Haustieren ein. Ah, ich würde sagen, wir holen uns mal das hier. Ich freue mich schon so krass, wenn wir das Capybara upgraden können. Das wäre geil, Alter. So, Haustiere alle ausrüsten. Jetzt haben wir 7000er Grundspeed. Wie kann ich denn noch ausrüsten? Ah, wir sind voll ausgerüstet tatsächlich. Ah, super. So, da halten wir uns jetzt mal mit den Klicks bereit und legen los. Ob wir unseren Rekord an Höchstgeschwindigkeit brechen, der liegt bei 11.000. Und den brechen wir... Yo, Rajit! Den brechen wir definitiv. Wir haben jetzt schon 11.000. 12.000. Okay. Das heißt, wir können eigentlich Insta-rebirthen. So schnell, wie wir dann sind. Okay, okay, okay. Let's go. Wir sind brutal schnell. 18.000. Und... Okay. Meint ihr, es macht Sinn, das Rennen durchzumachen? Weil wir haben ja jetzt den Speed. Ah, man kriegt immer mehr Speed. Ah, je mehr Wins man hat, desto mehr Speed kriegt man. Weil guckt mal, wir haben jetzt 25.000. Ah. Nee, wir machen weiter. Passt auf, weil es wäre jetzt Quatsch, jetzt zu rebirthen. Wir können uns bessere Pets kaufen und dann den Rest für den Rebirth ausgeben, versteht ihr? Weil wir werden jetzt so, weil du kriegst ja von Portal zu Portal mehr. Das heißt, es macht Sinn, jetzt das Rennen wirklich so weit zu machen, wie es geht. Ich habe halt arsch viele Goldene hier auch, ne? Ich weiß gar nicht. Ich habe allein 11.000 jetzt für das eine bekommen. Das ist ja krank. Warte mal, wir können doch schon längst in das neue Gebiet, oder nicht? War das nicht 3 Rebirths? Ich glaube, das habe ich ein bisschen verpennt tatsächlich. Boah, wenn wir das... Hä, das ist, glaube ich, Ende der Strecke, oder? Ja, wer... Oder? Hä, sieht ein bisschen so aus, aber ich check's gerade nicht. Boah, da kriegen wir jetzt so viel, Alter. Warte mal. Und... Ja, ist tatsächlich Ende der Strecke. Cool, ey. Okay, okay, okay. 45.000. Ah, 5 Wiedergeburten waren es. Okay. Ja, dann müssen wir das jetzt irgendwie ausgegeben kriegen tatsächlich. Boah, 50.000. Wartet mal. Dann lasst uns das doch so machen, dass wir jetzt nochmal racen, bis wir 55.000 haben. Das ist das, was wir brauchen für das teuerste Ei plus den Rebirth. Und da haben wir 55.000. So, jetzt holen wir uns einmal das teuerste Ei. Bap, haben 5.000 übrig. Was kriegen wir raus? Selten ein Igel. Was kann denn der? Ich habe mir die auch so noch nie angeguckt so richtig. Der Igel hat 15.000 Speed Air alleine. Und wir rebirthen. Bap. Und wir gehen in die nächste Welt, in die Wüste. So, was haben wir denn hier? Eine Goldmaschine, ein King-Kaktus-Haustier, verschiedene weitere Haustiere. Dschungel bei 25 Wiedergeburten. Und wir können aktuell klicken, dann machen wir das mal. Okay, boah, jetzt erwarte ich aber mal, gucken, wie viel Wins wir jetzt hier kriegen. Weil das billigste kostet 700.000. Also wir haben auf jeden Fall einen neuen Geschwindigkeitsrekord. So viel steht mal fest, dafür, dass wir 0 Wins haben, haben wir 22.000 Speed. Und let's go. Ja, okay, ich merke schon, die Strecke ist nicht so schnell. Und es beginnt aber mit, auch mit 1. Wie viel kriege ich da jetzt? Was? Was? Ich habe einen 3080er Multiplikator?
was passiert denn dann, wenn ich dann 1000 hätte? Was ist denn 1000 mal 3080? Das ist ja eine kranke Summe. 5 mal 3000 sind 15.000. Schmeckt. Aber jetzt sind wir schon sehr, sehr langsam, ne? Ja, aber jetzt schon 24.000 Wins in der kurzen Zeit. Ich warte, aber wir haben doch weitere Gewinne, die wir hier abholen können. Noch 2 Minuten, dann kriegen wir das OP-Haustier hier. Okay, geil. Das dürfte ja gleich so sein. Oh, jetzt 10. Nice. Und 30.000 Wins auf einmal. Wir haben ja 6 Gems, die wir definitiv investieren sollten in... Boah, mehr Gems, ne, würde genau passen. Oder mehr Wins. Oder ein Rebirth. Den Rebirth hole ich mir. Ich glaube, was bringt ein Rang denn überhaupt? Doppelte Gems! Und kostet 25 Gems und bringt mir doppelte Gems. Du wirst all deine Gewinne, Edelsteine, wir gewohnt abgesetzten Haustiere verlieren. Boah, puh, okay. Das ist schon ein teurer Spaß, ne? Aber ich glaube, wenn wir jetzt wirklich in viele Gems investieren, das macht dann schon Sinn, ey. So, okay, weiter geht's. Was wollte ich noch kurz checken. Wenn ich jetzt in die nächste Welt gehe, bub, hat sich dann hier was geändert? Nee, das wären die gleichen Capybaras, wie wir sie vorher auch hatten. Okay. Kann ich mir hier jetzt was leisten? Nö. Oh, wir können das Haustier abholen, endlich. Kaugummi Overlord. Wir schauen, was kann der? 5000. Na, okay, ist nicht mein bestes, aber immerhin mein zweitbestes Haustier. Es wird Zeit für den legendären König Kaktus, den wir uns jetzt geholt haben. Und, oh mein Gott, der hat 83.000. Boah, Alter. Der sieht aber auch geil aus, ey. Okay, jetzt klicken wir. Jetzt kommt die Klickphase. Dann machen wir 10, dann machen wir 900. Ich weiß gar nicht, von was das abhängt. Ich glaube, je mehr Wins wir haben, desto mehr kriegen wir pro Klick. Normalerweise ist das ja in solchen Spielen so. Wir haben Speed von 170.000. Das ist ganz schön OP, tatsächlich. Das ist ein Vielfaches von dem... Ich glaube, unser Bestwert waren 30.000. Jetzt haben wir 215.000. Alter. Okay, let's go. Wir müssen jetzt so brutal schnell sein. Und oh yes. Und zack, 3.000 Wins. 6.000 Wins. Boom, 15.000. Jetzt werden wir ein bisschen langsamer von Stufe zu Stufe. Aber hier gibt es schon 30.000. Vielleicht schaffen wir sogar eine Runde. Könnte sein. Wie schnell sich die Beine auch bewegen. Junge, was bringt eigentlich ein besseres Capybara? Ich glaube, das sind nur Skins, oder? Blau, aber blau sieht doch... Meint ihr, blau sieht geil aus? Muss man da wirklich gleich mal... Oh, wie viel bringt denn 50? Warte mal. Boah, 154.000. Wir schaffen halt die nächste Stufe noch, ne? Wir sind zwar jetzt sehr, sehr langsam inzwischen. Warte, wie viel kostet ein Rebirth eigentlich? 7.000 nur. Ich könnte ja 1 Million mal rebirthen. Okay. Gut, wartet. Krieg mal hin. Was gibt es jetzt bei 100? 300.000. Yo. Okay, da holen wir uns jetzt mal das 700.000er-Ei. Guck mal, was wir da rauskriegen. Schönes. Einen seltenen Adler. Und der gibt uns Speed. 25.000. Geil. Und jetzt rebirthen wir. Oh, verdrückt, verdammt. Jetzt rebirthen wir direkt mal. So. Behalten aber unseren Speed von 134.000 und versuchen direkt, wenn wir Glück haben, es nochmals zu schaffen. Ja, jetzt können wir wieder rebirthen. Und wenn wir sehr viel Glück haben, schaffen wir es sogar direkt nochmal für 11.000. Dürfte eigentlich klappen. Ja, wieder. Und wenn wir Glück haben, schaffen wir es sogar nochmal. Jetzt müssen wir uns aber sehr, sehr doll beeilen für 13.000. Oh, schade. Das hat dieses Mal leider nicht geklappt. Aber sehr, sehr knapp. So, wir können ja jetzt zu den Upgrades, genau. Und können hier ein weiteres Gem-Update kaufen. Ich glaube, das ist klug, weil dann verdienen wir halt mehr Gems und können wiederum mehr investieren. Da können wir uns die besseren Capybara-Skins kaufen, unsere Wins updaten. Das macht, denke ich, auf jeden Fall alles Sinn. So, okay, 13.000 brauchen wir. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Portal. Ah, nee, doch nicht. 2. Zack, Rebirth. Jetzt brauchen wir 15.000. Ich krieg 5 pro Rebirth, ne? Das ist halt schon krass. Ich glaube, ich schaffe es in dem Run 400 Mal zu rebirthen geführt. Zack. Und jetzt haben wir 19.000. Zack, Rebirth. Jetzt haben wir schon 20 Rebirths, 22 Emeraldos und Rebirth. Dadurch, dass ich mit jedem Rebirth mehr Wins bekomme pro Portal, bleiben es halt auch immer 2. Ich muss immer 2 Portale schaffen und kann rebirthen. 26 Stück habe ich schon. Alter. Hä? Ich habe 39 Gems. Ich kann mir gefühlt jetzt alles kaufen. Und ich kriege so viele Wins. Das habe ich jetzt im Multiplier eigentlich. Ein 12.000er. Wenn ich einen Win kriege, wenn ein Win dasteht, bekomme ich 12.000. So, wir können auf jeden Fall in die nächste Welt. Die braucht nämlich nur 25. Wir haben aber tatsächlich deutlich mehr. Ja, wir können sogar fast in die nächste. Die braucht 55. Okay, okay, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit den Rebirth. Warte, wir müssen klicken. Wobei es aber eigentlich egal ist, weil wir rebirthen ja eh die ganze Zeit durch der Verleben. Aber wir können uns einen besseren Skin holen. Den holen wir uns mal für blau. Kaufen. Rosa dann. Oh, Leute, nee.
Ich will Regenbogen. Warum ist der gesperrt? Ich will wieder normal haben. Blau war übel hässlich. Was ist das denn? Es ist, den ich hier gesehen habe. So, wie viel Wins kriege ich jetzt hier? Kriege ich? Ich muss ja... Ah, ich bin auf jeden Fall langsamer. Das ist kacke zum Rebirthen tatsächlich. Nachdem die Skins so eine dicke Baba-Enttäuschung waren, gehen wir mal zu den Upgrades. Also, ja, das lohnt sich ja für 2. Da mache ich ja Plus, weil ich mache ja 5. Okay, ab jetzt lohnt sich es nicht mehr. Jetzt mache ich Minus. Wir könnten massivst in Gems investieren. Ist vielleicht sogar klug, wäre. Ich sag mal, so ein bisschen in Wins schadet ja auch nicht, ne? 2 Haustiere mehr wäre auch big. Ich investiere mal alles hier rein. So, und jetzt den Rest hier rein. Okay. Na gut, man sieht, also jetzt müssten wir wirklich sehr, sehr viele Gems bekommen für einen Rebirth. Ich gehe mal an die 2. Welt, weil die 3. ist mir ein bisschen zu OP, muss ich ehrlich gesagt noch sagen. Da dauert es zu lang, bis ich rebirthen kann. Ich kann jetzt C. Ah! Das kauft man mit Rebirths. Das ist ja übel praktisch. Jetzt kann ich 10-mal mit einmal. Okay, das ist sehr, sehr geil. Warte, wir haben nicht genug. Wir haben nur 100. Ja, und zack. Ja, okay, das ist natürlich. Ja, okay. Jetzt habe ich das gecheckt, Alter. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Alter Schwede. Das macht das so viel einfacher. Jetzt habe ich halt schon wieder 72 Gems. Okay, also. Eine weitere Wiedergeburtsfläche ist, glaube ich, geil. Dann alles in Gems und Abfahrt. Und jetzt können wir auch mal in die 3. Welt gehen, weil dann ist es ja relativ egal, ob wir langsam sind. Nee, warte mal, wir können ja richtig durchrocken, weil wir haben ja jetzt schon hier, wartet, Dschungel. Und wir können ja auch schon in die nächste, nämlich in die Süßigkeitenwelt, weil wir haben ja schon 55 jetzt. Boah, Lava kostet 2. Okay, jetzt können wir direkt racen, das passt ja perfekt. Let's go. Wir sind sehr, sehr langsam, aber das ist nicht wild, weil wir können für 630.000 direkt 20 Wiedergeburten mit einmal machen. Okay, es dauert aber ganz schön. Wo ist das erste Portal? Da kommt es. Ich glaube, ich kriege halt sehr, sehr viele Wins jetzt, ne? Tatsächlich. Ich sage, ich kriege viel mehr als 600.000. Ich sage, ich kriege 2 Millionen. Ich sage, ein Stern ist für uns jetzt 2 Millionen, sage ich. Mal gucken, ob ich recht habe. Und 3,5 Millionen sogar. Okay, das ist ja alles wirklich. Was haben wir hier? Wir sind aber zu langsam. Wir brauchen die Wolkenfee Legendary als Verstärkung. Die gibt uns weitere 900. Ich habe 1 Million Speed jetzt. Alter, wir können jetzt so oft die 20er Rebirths knallen. Beziehungsweise macht das eigentlich alles gar keinen Sinn. Wir gehen nochmal zum Spawn. Ich kaufe mir noch mehr Wiedergeburten, weil ich könnte mehr schaffen. Weil ich habe ja brutal viel Kohle dann immer übrig. Das heißt, wenn wir hier mal reingehen und sagen, ich will noch 2 weitere und mehr Gems und einmal Wins. So, dann sollten wir ja jetzt 100 Wiedergeburten machen können für 5 Millionen. Oh, ich habe meine Wiedergeburten verdoppelt gerade. Okay, jetzt brauchen wir 10 Millionen schon. Haben wir sogar. Zack. Ja, moin, jetzt habe ich 300 Wiedergeburten. Ich habe 1000 Gems. 1000 Gems, Alter. Okay, warte, jetzt 15 Millionen. Oh, Mann. Da war Ende. Was mache ich denn jetzt mit 1000 Gems, Leute? Warte mal, ich kann mir erstmal alle Skins kaufen. Die gibt es ja jetzt quasi geschenkt. Kauf mal, kauf mal, kauf mal. Jetzt haben wir ein rotes Capybara. Oh, Mann, ey. Okay, wo gibt's hier die Updates? Okay, okay, okay. Wenn wir uns erstmal... Oh, das zweite Haustier ist teuer. Eieiei, okay. Dann holen wir uns alles sehr billig. Mehr Gems wäre ganz gut, glaube ich. Bisschen mehr Wins. Ein Wiedergeburt mehr. So. Jetzt haben wir alles soweit ausgegeben. Jetzt sollte ich irgendwie 500 Mal mit einmal rebirthen dürfen. Ich glaube, ich kann ja jetzt sogar auch in die nächste Welt. Wartet mal. Lava-Welt? Oh ja, können wir. Zack, Lava-Welt. Teleportiere zu Lava. Wir sind in der letzten Welt! Okay, Leute, geil. Und jetzt speeden wir ab. Und wir sind relativ schnell. Die sieht auch sehr, sehr geil aus. Und wir können rebirthen 200 Mal für 30 Millionen. Wir haben 1000 Gems schon wieder. Alter Schwede. Und das gleiche nochmal. Und 200 Mal. Boom. 2600 Gems, 700 Wiedergeburten. Und nochmal. Boom. Ich will die 1000 voll machen, Leute. War noch einmal machen wir noch. Schön die 1000 voll machen. Zack. So, jetzt gehen wir wieder zum Spawn. Okay, wir haben Gems auf Maximum. Haustiere auf Maximum. Rebirths schon auch relativ hoch jetzt. Wir ballern jetzt alles in Wins. Yo, wir haben es auf Stufe 40. Und Max. Okay, wir sind jetzt quasi full gemaxed. Alles, was geht. Ab in die letzte Welt. Warte mal, was ist denn die Rangliste hier? Die Top-Edelsteine ist uninteressant. Wir wollen Top-Highscore, genau. Top 10 Magic Brother, 503B. Das kriegt man doch hin, Leute. Und wir kriegen 1,3B Wins. Und damit können wir uns 2000 Wiedergeburten reinscheppern. Wie viel kriege ich jetzt für einen Win? 3B. Okay. Zack. Okay, ich würde sagen, mit 15 Wiedergeburten, das lassen wir erstmal so. Wir kriegen jetzt 18B für einen Win. Das passt schon. Oh, wir sind ja brutal langsam, sobald wir beim zweiten sind. Ne? Das ist ja krank. Okay, warte, das macht keinen Sinn. Wir gehen da kurz nach Hause. Können wir uns ein Haustier leisten? Nee, das kostet 15T. Boah, das ist teuer. Okay, da müssen wir doch ein paar Rebirths noch sammeln.
Ja, wir können endlich unsere Dominus-Haustiere holen. Zack, was können die? Boah, sie, okay, ist nicht schlecht, verbessert uns. Ich meine, wir haben noch voll die Müllhaustiere, ne? So Tausende, die sind aus der ersten Welt noch. Ja, nee. Ja, kostet halt 15 T. Das ist halt schon sehr teurer Spaß. Wir haben 1 Million Speed durch Haustiere, ne? Ungefähr. Wir hatten aber gerade 1 Milliarde Speed. Und das kommt dadurch, dass man, je mehr Wins man hat, desto mehr kriegt man für einen Klick. Guck mal, wie viel wir jetzt für einen Klick schon kriegen. 10 Millionen. Haustiere sind komplett egal. Nur, wie du musst Wins sammeln, damit du mehr pro Klick bekommst. Und am besten die Wins auch gar nicht ausgeben. Ich könnte mir jetzt das Haustier kaufen, Leute. Aber es macht gar keinen Sinn. Wir haben 1B-Speed. Einfach nur, weil wir mehr Wins haben. Und let's go. 1,2. Und ihr seht jetzt, wie schnell wir am Anfang sind. Reicht 1B schon für die Rangliste? Ich habe es mir ehrlich gesagt gar nicht gemerkt. Aber wir sind hier schon. 30B. 60B. Bums. 150. 300. Wir werden jetzt halt immer langsamer. Aber ich glaube, wir schaffen eine Runde. Jetzt haben wir schon 1T bekommen. Jetzt kriegen wir schon 3T. Ja, und das nächste Portal wird jetzt big, 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 big. Weil guck mal, wie viel wir jetzt kriegen. 10T oder so. 7T. Jetzt wären wir aber langsam. Aber guck mal, da ist die Strecke schon zu Ende. Wenn die relativ gleich lang sind, dürften jetzt eigentlich... Ich glaube, die sind... Okay, ich kann es nicht so richtig erkennen. Ist die jetzt zu Ende? 15T. Nee, ich glaube, es gibt... Ja, das hier, da ist das letzte Portal jetzt, glaube ich. Und wir bekommen beim letzten 30T Wins. Okay, nice. Dann lass mal zum Spawn gehen. Ich will mal gucken, wie viel wir nochmal für die Rangliste gebraucht haben. Ich habe es mir nicht gemerkt. Top Highscore. 500B. Wir haben gerade mal 2B. Okay, da müssen wir jetzt halt unendlich viele Wins stacken. Aber wir haben das Spiel ja sowieso durchgespielt. Deswegen würde ich sagen, mit dem roten Capybara verabschieden wir uns mal von der heutigen Episode. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns natürlich morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.